Ardhangri Vrikshasana, die halbe Baumzweigstellung, ist eine Variation von Vrikshasana, auch genannt Urdhvamukha Vrikshasana, der nach oben schauende Baum im Unterschied zum Handstand. Ardhangri Vrikshasana geht wie folgt. Ausgangsposition ist die aufgerichtete Stehhaltung. Von hier beuge ein Knie und gib den Fuß entweder auf die Innenseite von Knie oder Oberschenkel oder von vorne auf den Oberschenkel. Dann gib die Fingerspitzen zusammen oberhalb des Kopfes und gib dabei die Ellbogen zur Seite. Das bezieht sich hier auf Ardha, eben halb. Du hast nicht die Arme ganz oben, wie im vollen Vrikshasana, sondern hast die Hände nur halb oben. Und dadurch, dass die Hände nur halb oben sind, sind die Ellbogen weiter nach außen und deshalb wie ein Baumzweig, also wie die Zweige, die nach außen gehen. Ardhangri Vrikshasana gehört zu den Einbeinstellungen, zu den Gleichgewichtsstellungen und hilft, Konzentration und innere Ruhe zu entwickeln.